Sie selbst! Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja. Haltet doch mal die Klappe hier, wenn ich anmoderiere. War schon Glück, dass ich jetzt anmoderieren konnte, ohne dass die mir reingeredet haben. Jetzt haltet doch mal die Klappe. So, Klappe. So, ich muss mal wieder sammeln. Wo waren wir denn letztens stehen geblieben? Ist übrigens der Start einer neuen Aufnahmesession. Das bedeutet, ich muss erstmal wieder reinfinden. Ich habe wieder zwei noch nicht gespielt. Das ist dumm an Aufnahmesessions. Das jetzt dann nur die Hauptquest. Oder gehen wir nochmal Nebenquests machen? Ne, machen wir mal die Hauptquest, würde ich sagen, oder? Sag ich mal. Halt die Klappe. Ist auch mal wieder Zeit. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen zurück ins Herz der Nora. Oder? Habe ich die Quest nicht markiert? Aktiv, das Herz der Nora, ja? Wo müssen wir denn hin? Und hier unten, okay, achso. Begib dich zur Urmutter. Ah, wir müssen zurück nach Mutterherz. Okay. Begib dich zur Urmutter. Kann man da rein theoretisch hin schnell reisen, oder? Ist das jetzt gefährliches Gebiet? Weil die Kultisten, die sind ja eigentlich einmarschiert hier. Okay, ich kann in dem, im Moment nicht in an diese Orte reisen. Ernsthaft? Hierhin könnte ich reisen, rein theoretisch. Hierhin auch schon. Hierhin geht auch schon. Ich will so nah wie möglich ran. Hier geht nicht, hier geht nicht. Auch nicht. Ja, komm, dann hierher. Ich habe jetzt wieder ein paar Schnellreisepakete mir besorgt und deswegen ist alles ein bisschen easier. Oder besser gesagt, ich habe kurz vor der Aufnahme jetzt mal geguckt, was wir machen sollen und ja, dachte ich mir, Schnellreisepakete wäre schon ganz ratsam, weil den ganzen Weg lauf ist doch dann am Ende ein bisschen nicht das Gelbe vom Ei. So, du kannst die Aufgabe erstellen Funktion nutzen, um bestimmte Rohstoffe zu finden, die zum Herstellen oder für Einkäufe im Laden erforderlich sind. Ja, das habe ich auch damals mit meinem Outfit, das ich gerade anhabe, gemacht. Das, Funkenfängerin? Nee, das war nicht Funkenfängerin. Irgendwas mit Feuer. Feuerwappen-Outfit. Oder was, Flammenwappen? Feuerwappen, glaube ich. Feuerwappen-Outfit, was, glaube ich. So hieß es, glaube ich. Dauert aber war ziemlich lang die Ladezeit. Was ist denn los? Verwendet die Ja, lass mich lesen. Ja, ist gut. Danke dir. Das Becken. Wachtürme. Was? Aber ja, spawn mich vor einem Verderber. Ist okay. Spawnt er mich vor einem Verderber. Danke dir. Ach du Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Kann ich den überbrücken? Ich glaube, Verderber kann man gar nicht überbrücken. Begib dich zur Urmutter, ich weiß! Ich geh ihn erstmal aus dem Weg. Ja, wird schwer, wir müssen da lang, ey, Leute. Versuchen wir mal hier rumzuschleichen. Der hat mich nicht gesehen, nein! Nee, hat er nicht. Seine Lüge. Ich glaube nicht, dass der so nah hat, mich aufzuspüren. Oder deshalb hoffe ich das nicht. Ich sehe schon, das sind mehrere Verderber. Verschwinde. Brennt der gerade mein Gras nieder oder sieht das nur so aus? Ich glaube, das sieht nur so aus. Verschwinde bitte. Ja, geh vorbei, ist okay. Bike ist das alles okay. Dann sind wir Freunde. Ja, geh mal bitte zurück. Ich bin nicht hier, verschwinde. Kümmert euch wieder um euren Kram. Ja, aber echt, ey, Leute. Nein, pfui, geh weg. Alter. Ist da voll auf mich drauf gelatscht. Danke dir! Yep. Macht ihr mal euer Ding! Macht ihr mal euer Ding! Ich bin da mal weg, ne? Sind die das hier, wenn ich mein Pferd rufe? Oder mein Pony? Oder meine Reitmaschine? Egal wie ihr es nennen wollt. Da kommst du hoch auch oder wie ist das? Dem Hi. Alter, die halten. Hä, was halten die aus? Wann halten die denn so viel aus? Normalerweise sind die nach zwei Schlägen tot. Okay, dann halt so. Aua! Ist das? Okay. Falsche Waffe ausgerüstet. Danke, Ele. Was benutzt ihr da für Pfeile? Was benutzt ihr da für Pfeile? Das würde mich jetzt mal interessieren. Das sind keine normalen Pfeile, die verwenden. Okay, der Verderber. Dann bin ich mal wieder weg. Nee. Ich würde gegen einen alleine kämpfen. Aber das sind mehr wie einer alleine. Okay. Macht ihr mal. Macht ihr mal.
Nee, habt ihr nicht. Nee, du siehst mich nicht. Verpiss dich. Hä? Sie sehen dich. Du kannst mich nicht sehen, verdammt. Komm mal her. Hey, Alter, du kannst mich nicht sehen. Hör auf zu ballern. Wie Rust zu sagen pflegt. Ja, jetzt kommen alle hierher, oder wie? Und zurück. War da nicht was? Ja, da war was. Komm schnell her. Ah, hat uns nicht gesehen. Doch hat er. Shit. Okay. Ich verzichte mal darauf, Sachen einzusammeln, die außerhalb von meinem Busch hier sind, denn ich habe irgendwie gerade echt mulmiges Gefühl, hier auf offenem Feld mich zu bewegen. Okay, wir sind da entlang. Ich würde die ungern da stehen lassen. Ja, komm doch her. Komm her. Ja, komm. Wenn du in deinen Tod laufen willst, voll okay. Nein, hast du nicht. So. Metallschirm gönne ich mir aber doch. Push it. Hallo, Kleiner. Alles gut. Danke dir, Wächter. Das war der. Jetzt sind da noch einer. Alles klar. Aua! Ich muss mich gerade echt wieder konzentrieren, weil ich deutlich Probleme habe, gerade in die Steuerung reinzukommen, weil die doch ganz tricky ist, wenn man da länger nicht gespielt hat. Ja, ich bin nicht hier. Geh weg mit deinem fucking Raketenwerfer. Bin da weg. Tschö. So, hier reingerutscht und fertig. Wie kann der mich von da hinten sehen? Der Raketenwerfer Dulli ballert ja immer noch. Ich crafte mal voll hier. Jetzt siehst du mal nur noch 10 Pfeile. Da hoch müssen wir. Nach Mutterherz. Zur Urmutter müssen wir. Ein Körper! Nice, Ella. Wäre auch nice, wenn hier immer mal ein paar Blümchen rumstehen würden. Das würde ich sehr begrüßen, aber hier ist nichts. Hi, Leute. Ich würde euch gern umgehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ups. Hi, Großer. Ich kann dich nicht überbrücken, weil du verdorben bist. Tut mir leid. Lass mal bitte weggehen, damit ich da lang kann. Okay. Tschö. Ups. Was? Wie konnte der mich sehen? Okay. Kann ich den nicht irgendwie von der Verderbnis heilen? Warte mal, wenn schon Verderbnis, dann richtig Verderbnis. Warte mal. Feuerbombe bitte. Haut der gerade ab? Der haut gerade ab. Ja, ist mir recht. Wenn er abhauen will, ist, hat meinen Segen, der Typ. Holst du gerade alle deine Freunde oder wie? Hast du denn nichts Besseres zu tun? Wer scannt hier? Was ist das? Machen das die Plünderer? Ja, seid ihr. Kein Problem. Easy. Ja, geht mal zurück an die Arbeit. Alles ruhig hier. Niemand hier. Ich bin ganz so nervös. Das ist unglaublich. Ich würde gerne jetzt hier voll das gute Commentary reinhauen, aber ich muss mich hier echt gerade konzentrieren. Das ist echt heavy gerade. Hast du das gehört? Ich glaube, Mensch. Ah, das ist ein Plünderer. Der ist ein Sägezahn. Okay, ich gehe da mal wieder, ne? Den will ich nämlich nicht herlocken. Aber der sieht mich nicht, wenn ich hier oben rumschleiche. Ich hoffe, der bleibt einfach mal passiv da unten. Nicht schon wieder. Nee, der kann mich doch nicht sehen. Der ist viel zu weit weg.
Viel zu weit weg. Wir sollten safe sein. Wo komme ich hier rein? Ich muss mal auf der Karte gucken. Wir müssen hier unten rein. Das bedeutet, wir brauchen irgendeinen Eingang von den ganzen... Eigentlich müssten wir hier beim Weg gehen. Ich glaube, anders kommen wir nicht rein. Ja, wir müssen über den Weg. Ich werde mich trotzdem vom Weg fernhalten erstmal, weil... Ja. Ich nicht so viel Streit hier provozieren will, weil hier ist ziemlich viel verdorbenes Zeug auf dem Weg. Und ich will die... Okay, sie ziehen ab. Ich finde das jetzt eingebildet, wenn ich sage, ich will die Pfeile nicht verschwenden. Sagen wir so, ich will Zeit sparen. Und ich will nicht jede Maschine hier wegraffen müssen auf dem Weg. Wenn ich die umgehen gehen kann, umgehe ich die natürlich. Ich mein. Noch ein Kampf. Noch eine Niederlage. Oh nein. Die Eclipse hat alles zerstört. Okay. Verderber? Das war ein Verderber. Das war ein Verderber. Eine Verderberlinse. Ich bin ganz so nervös. Ich weiß nicht genau. Nein, bin nicht da. Ich kann mich hier nicht jetzt verstecken. Duck dich, Ella. Komm doch. Fuck you. Das sollte niemand gesehen haben. Ella, kriegst du das hin, oder? Nee, scheint sie nicht hinzukriegen. Ach, scheiße. Ich will da nicht einfach reinlaufen. Selbstmord. Ich weiß nicht... Okay, gucken wir mal, welche Maschinen da drin sind. Ja, klar. Verderber. Ich sehe da drin zwei Verderber. Ich bräuchte eine erhöhte Position, verdammt. Ich will da nicht einfach reinlaufen, das ist zu riskant. Aber wisst ihr was? Ich versuche die jetzt rauszulocken. Komm mal her. Hast du echt gerade niemand gehört? Okay, fuck off. Schlechter Tag für einen von uns beiden. Komm, Konzentration, MLG und das wird schon. Headshot. Alter, Ella, bleib da nicht hängen. Okay. Ich versuche mal so viele von der Entfernung wie möglich auszuprobieren. Hallo? Den wollte ich nicht treffen. Okay, jetzt haben wir einen rausgezogen. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Wenn wir einen rausgezogen haben, können wir uns erstmal um den einen kümmern. Brenn mal bitte komplett, aber... Also gut, Planänderung. Planänderung? Wieso denn? Oh shit. Er hat seinen Freund geholt. Das ist nicht gut. Ist doch geil, dass ich nichts sehe hier. Ah, der hat mehrere Freunde geholt. Ach du Scheiße, ich muss hier hoch. Kann ich hier hoch? Kann ich hier? Kann ich? Danke. Nachcraften. Erhöhte Positionen, darf ich? Das gefällt mir. Oh geil, ich habe eine Party-Einladung erhalten. Darf ich wieder schön ausblenden? Danke dir, du Penner. Durch mich keine vergesse ich doch, das auszublenden, aber egal. Selbst schuld, wenn man mir eine Party-Einladung schickt, während ich offline bin. Weil der Dulli braucht gar nicht denken, dass er weglaufen kann. Das geht nämlich nicht beim Rayon. Oh, geil, schon wieder keine Munition, aber der ist wenigstens voll. Komm her, du Biest! Komm schon, du bist doch fast down! Ja, Mann! Nummer uno ist down! Wir werden eine nach dem anderen vernichten. Von diesen dreckigen Verderbern. Echt? Du glaubst, du hast eine Chance? Hallo! Alter, hattest du Glück. Alter, das ist doppelt Glück. Und jetzt hat dich dein Glück verlassen, tut mir leid. Das sind Verderbnispfeile, glaube ich. Alter! Blutroter Sonnenuntergang hier im Start gerade, oder geht die Sonne gerade auf? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, sie sollte aufgehen.
Der hat nichts gesehen. Jetzt kommt da einer rum. Alter, hat das nicht mitbekommen? Der ist auch down. Hi! Ist auch down. Oh, jetzt kommt der Dulli hier wieder. Das war nicht geplant. Okay, wenn er uns nicht sieht, dann laufen wir vorbei. Nö, sieht mich nicht. Was mich nicht sieht, kann mich nicht verfolgen. Ich versuche einfach hochzulaufen. Was war das denn? Was höre ich denn hier so Metallernes? Ach geil, danke dir. Ach ehrlich? Denkst du wirklich? Ich habe gerade eigentlich nur gewartet, um zu wissen, was das für eine Waffe ist. Ich dachte, das ist was anderes wie ein Rassler. Denn ich habe immer noch die Hoffnung in Horizon, dass wir vielleicht doch noch neue Waffen dazukommen. Die Hoffnung schwindet zwar, weil wir doch schon ziemlich weit in der Story sind, aber... Ja. Ich bin auch ein Typ, der nicht Tutorials und so verfolgt. Also ich gucke mir nicht irgendwie Reviews oder so von Spielen an, um zu wissen, wie ich bei dem Modell Level weiterkomme. Ich will das alles selbst entdecken. Sollen sie kommen? Was? Nee, oder? Die Überlebenden müssen sich im Berg verstecken. Wenn der Tunnel einstürzt, werden sie begraben. Ich erreiche die Luke nicht. Genau! Lass den Berg einstürzen! Gut gemacht! Ja! Was? Oh! Hi, Leute! Habt ihr jetzt das gesehen, dass wir kommen? Schön! Okay, ich würde sagen, ruf, ne? Jetzt kommen unsere Freunde, sehr schön, den finde ich geil. Drauf, Leute! Zurück in die verdorbene Erde, Dämon! Ich hab keine Munition mehr, fuck! Wisst ihr was? Ich hole mir jetzt eine andere Knarre auch noch. Kann ich von dem die Waffe nicht klauen? Ungläubig und verdammt, du wirst sterben. Okay, wenn ich von dem die Waffe nicht klauen kann, dann drehen wir doch noch schnell ein. So weit hoch komme ich glaube ich nicht, ne? Ach du Scheiße. Wow. Die Verdammnis wird nicht siegen. Fick dich. Ich weiß zwar, dass Feuer bei verdorbenen Maschinen ziemlich viel Schaden machen kann, aber wenn ich den einfriere, mache ich mit meinem Pfeilen so extrem viel Schaden. Warte, ich zeig's euch. Bam! Bam! Ist down! Easy! So, Leute, wir holen uns das Dorf jetzt zurück! Leute! Ich find's schön, dass jetzt wirklich alle rauskommen! Dass die wirklich nur einen Ansporn gebraucht haben, eine Anführerin! Finde ich schön, dass wir die Anführerin sein dürfen. Siehste mal. Hi. Ah. Nach dem anderen weggehauen. Geil. Reisepaket, danke dir. Hey, du hast es geschafft. Wir haben nur geholfen. Was? Achso, ich dachte schon, das ist die neue Waffe. Alter, das war geil. Fand ich schön. Finde ich auch richtig geil, dass jetzt wirklich alle Leute hier rausgekommen sind und mitgeholfen haben. Wollte ich sie nur verschanzt haben? Waren die feige? Halo. Wahl, was ist los? Deine Taten wiederholen die... Du hast uns gerettet. Ja, du hast geschafft, was sonst niemand konnte. Schön, dass es dir gut geht, Wahl. Dir geht's doch gut. Seit der Erprobung. So viel Tod. Ist das Töten vorbei? Im Moment aber. Das war nur ein Kampf, Wahl. Es kommen noch mehr. Ich verstehe. Solange du uns im Kampf unterstützt, werden wir es schon schaffen. Wir sind die Hoffnungsträgerin, das ist sehr schön. Ich liebe solche Rollen bei Storyspielen, wenn wir wirklich die Hoffnungsträgerin sind, was ziemlich oft die Rolle bei Storyspielen ist, aber... Ja, ich mag die Rolle. Ich fühle mich wohl in meiner Rolle gerade. Überlebende? Wie viele haben den Angriff überlebt? Fast alle Stammmütter und viele Familien, Göttin sei Dank. Aber Krieger? Nur ein paar. Die meisten sind verwundet. Niemals zuvor hat ein Feind unser Volk so sehr ins Herz getroffen.
Sogar die Kaja sind bei ihren Raubzügen niemals ins Becken hineingelangt. Tja, dieser Feind ist zwar hineingekommen, aber nicht wieder hinaus. Wir sorgten dafür. Ich meine, draußen im Becken, also vor dem Dorf, sind ja noch ziemlich viele Leute. Wir sind ziemlich viele umgangen. Wir haben uns doch vorbeigeschlichen. Die müssen doch noch leben. Was ist mit denen los? Sind die geflüchtet oder? Die Eclipse-Invasion. Oh. Erzähl mir von dem Angriff. Was ist passiert? Sie kamen von Osten. Unsere Wachposten sahen, wie sie anrückten. Sagten, sie marschierten mit Todbringern und Verderbern und anderen Maschinen, alle verrückt. Wir stellten uns auf, empfingen sie mit einem Pfeilhagel. Manche fielen, aber längst nicht genug. Schließlich zogen wir uns zu den Toren zurück, zur Verteidigung. Doch es waren zu viele. Wer überlebte, floh zum Berg zurück. Bist du schwer verletzt? Bleibt kein Knochen. Lang gebrochen. Sing mir kein Jägerlied vor, Val. Bist du okay? Mir tut alles weh. Aber am Kämpfen wird's mich nicht hindern. Die Überlebenden suchten also Schutz im Berg? Aber es dürfen ihn doch nur Stammmütter betreten. Tirsa brach das Tabu. Sie befahl dem Stamm im Berg Schutz zu suchen. Lansra, sie wollte das nicht. Aber ich glaube, sie hat niemand gehört bei dem Kampfgeschrei. Tirsas Entscheidung war richtig. Gut für sie. Der gesunde Menschenverstand hat sich durchgesetzt. Ein wahrer Krieger, unser Val hier. Ein wahrer Krieger. Ich muss in den Berg hineingehen. Die Stammmütter werden dich sehen wollen. Bestimmt. Aber dafür bin ich nicht hier. Dann, wofür? Du wirst sehen. Oh, es wird sich vielleicht vieles verändern. Denn unsere größte Hauptintuition in diesem Spiel ist immer noch die Suche nach Antworten. Wieso kommt da von da draußen so viel Licht? Wieso haben wir das so einen extremen Lichtschein? Was hat man, wenn man vom Tunnel rausgeht, aber nicht rein? Haben wir das auch, wenn man rausgeht? Nein. Okay. Unlogisch, aber doch. Egal. Hi. Unser Stamm ist verflucht. Ach, die Urmutter besuche ich jetzt. Ich talk mal mit der und dann gucken wir mal, wie es so läuft. Die ist bestimmt ganz nice drauf. Hi, Leute. Bin wieder da. Du bist zurück. Nee. Tab? Tab? Ich will mit Tab reden, wo ist er? Aloy, du bist wieder da. Die Sucherin ist zurückgekehrt. Komm, es ist Aloy. Sprich mit uns. So, ich habe Mutters Speer mitgenommen. Du heißt einen Alles Fluch willkommen. Lanz, reit die Klappe. Komm, Sucherin, wir haben konntest. Viel zu bereden. Ich weiß, was er dir bedeutet. Das Cessa, Klappe. Ist bereits Blasphemie. Halt doch die Klappe, wenn ich mit anderen Leuten rede, verdammt. Ich rede nochmal mit dir. Ich hoffe, diese Verbesserung für deinen Speer war nützlich. Oh ja. Oh ja, sehr viele Male. Mann, jetzt konnte ich das Gespräch nicht mithören. Mann! Aloy, du bist zurück. Die kann ich nur grüßen, okay? Ich will aber reden. Ich habe Brom hergebracht, als der Angriff losging. Es war knapp. Ach, Brom, der verrückte Typ. Alles gut, Bruder. Sona. Der Kampf war verloren, bis du gekommen bist. Ja, danke dir. Val. Sprich mit den Stammmüttern. Sie warten. Ach, die haben Einen Zeit. Moment. Ich wollte dich etwas fragen. Na klar. Nee, das hatten wir schon, sorry. Ich wollte mit den Erzmüttern reden. Ja. Ja, das hat Zeit. Sie warten auf dich. Wir reden später. Ja, ja. Kein Problem, kein Problem. Ich kann bestimmt noch mit irgendjemand anderen reden, oder? Ich will niemanden auslassen. Kann ich nur grüßen, den Nora kriege? Machen wir später. Auch grüßen. Auch grüßen. Ja, guck mal, wie bewaffnet die sind. Na, ernsthaft? Warum haben sie die nicht einfach zurückgeschlagen? Was hat der da für Speere? Alter, ihr müsstet doch voll gut zurückgeschlagen haben. Oh, hi. Hallo, Sucherin. Hi. Willst du nicht reden? Alles klar. Die Urmutter scheint uns verlassen zu haben, Sucherin. Nee, ich rede noch nicht mit denen. Die harten Worte gegenüber meiner Schwester. Noch grüßen. Aber hier war doch irgendwo Tab. Wo war Tab? Der war doch auch hier irgendwo. Resch. Du. Das ist auch interessant. Hallo, Resch. Bewachst du immer noch die Latrine?
Wie geil. Lass mich in Ruhe. Aber warum gut, denn? Gut, dass ich Sona gefunden habe, oder? Kein Stamm kommt ohne Kriegsherrin zurecht. Ich wurde im Kampf verwundet. Ich muss mich nicht entschuldigen. Natürlich nicht. Warum solltest du auch jetzt damit anfangen? Warum konntest du da draußen nicht einfach sterben? Viele haben versucht, mich zu töten, Rash. Willst du auch mal? Zeugen. Oh, lass dich davon nicht abhalten. Ah, wieder schön. Ich wusste, dass du überlebst. Wo bist du, Tab? Nora Krieger. Ich bin zu doof, Tab zu finden. Auch Nora Krieger. Nora Mutter. Wo ist dieser Tab? Die ewige Suche nach Tab, sondern nicht die Folge. Die Kämpfe. Sind sie vorbei? Ach hier! Was liegst du denn da unten? Ich freue mich, dich zu sehen. Hi. Deine Verletzungen. Sind sie sehr schwer? Nur ein paar Kratzer. Nichts, was ich nicht mit Nadel und Faden in Ordnung bringen könnte. Als Näher kann man in der Schlacht also doch etwas leisten, was? Ja, ich schätze schon. Schön. Schön, schön, schön. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für die heutige Folge von Horizon Zero Dawn. Morgen um 15 Uhr geht's natürlich wie gewohnt weiter. Dann werden wir uns wirklich mal die Urmütter da vorne vorknöpfen, die drei lustigen Tutis. Ich fühle mich nicht besonders. Ja. Gönn ich dir, Tab. So, Leute, ich würde sagen, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und schreibt alles, was ihr euch einfällt zu der Folge, ab hier unten in die Kommis. Könnt ihr mal alle konstruktive Kritik da lassen. Ihr wisst, wie es läuft, Leute. Ich muss es eigentlich nicht mal erwähnen, aber ich gönne einfach dazu. Ryan sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.